Hallo böse Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Ja, und wir sind hier im Turm und wie ich schon letzte Folge angekündigt habe, werden wir uns mal ein wenig umsehen mit Hilfe unseres Freundes hier. Ich sehe euch hier zu haben, Lord. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ihr habt euren Thron verwendet. Oh, eine Karte. Ein Nordberger bittet um eine Audienz. Erfahren wir über das Gewölbe. Ja, ich würde sagen, wir erfahren erstmal mehr über unseren neuen Thron aus, Meister. Thron. Audienz anzeigen. Möchtet ihr euch das Gewölbe der Unterwelt ansehen, Meister? Ja, ich denke schon. Wert hast du, um zu akzeptieren? Ja. Sehr gut. Folgt mir, Meister. Ich komme. Und da schweben wir davon. Zum Gewölbe. Nehmt's leicht, aber nehmt's euch ja. Das werde ich tun. Seid gegrüßt, Herr. Willkommen im Gewölbe. Hier kann der Meister große Unterweltgebäude in Auftrag geben. Oh. Gunther ist ein äußerst robuster Scherge, Herr. Er ist schon fast so lange hier wie die Schmiede. Gunther. Wenn ihr Rote habt, könnt ihr hier Waffen und Rüstungen schmieden. Ah. Scherge Gunther ist bereit für Aufträge. Okay. Also ich brauche erst Rote, um hier Sachen zu schmieden. Das klingt interessant. Das nur euren Turm auszubauen. Wertet eure Braunen auf. Oh, das kostet 1000 und ein Spezial Dings. Ja, das können wir leider auch nicht. Tut mir leid. Was ist das hier? Ja, das um Rüstung und Waffen anzuzeigen. Ja. Ich lebe, um zu bauen. Da habe ich eigentlich noch nichts, aber das hätte ich mit Sicherheit noch ändern. Und hier sieht es aus, als ob es noch nicht... Sie sehen jetzt klein aus, aber sie werden groß. So groß. Was ist das hier Spezielles? Das sind dunkle Kristalle. Reine böse Energie. Habe ich jetzt einen? Sehr mächtig und sehr selten, Herr. Sie könnten nützlich für euch sein. Oh ja, das glaube ich auch. Besucht. Erstmal meine braunen Stärken bedeuten stärkere Schergen. Oh ja. Also selbst in meinem Turm hier gibt es versteckte Sachen, die ich finden kann. Naja, dann werden wir uns die anderen Dinge natürlich auch anschauen. Vielleicht gibt es da auch etwas zu nehmen. Hier in der Unterwelt sind die Naturgesetze etwas flexibel. Ja, ich hab's gesehen. Ihr habt die Unterwelt erkundet. Ja, aber noch nicht ganz. Wir schauen uns die anderen Dinge natürlich auch noch an. Und hinsetzen. Jawohl, erfahrt mehr über die Privatgemächer. Das klingt interessant. Ihr solltet einen Blick auf die Privatgemächer werfen, dunkler Lord. Oh ja. Das machen wir natürlich. Folgt mir, Meister. Ich folge euch. Oh. In dieser Höhle befinden sich eure Privatgemächer, Herr. In Overlord-Kreisen sucht man sich für gewöhnlich eine Mätresse oder mehrere. Haltet nach einer geeigneten Kandidatin Ausschau. Ihr wisst schon, jemand, der den Raum hübsch dekoriert und mit dem Staubwedel herumgeht. Ich persönlich mag Staubwedel. Oh ja, ich mag Staubwedel auch. Was ist denn hier? Oh, schon wieder. Das freut uns natürlich sehr. Anscheinend sind die doch nicht so selten hier. Oder vielleicht gibt es nur ein paar davon in der Unterwelt. Das kann natürlich auch sein. Dies ist das
das Magiezimmer, Herr. Sammelt Energiesteine und Katalysatoren, um eure magischen Kräfte zu erweitern. Meine magischen Kräfte? Magie bedeutet sauberes Töten. Dadurch nutzt ihr eure Waffen nicht ab und eure Rüstung wird nicht schmutzig. Ja, das freut mich natürlich. Euren Zauber zu inspizieren? Ja, bin ich. Zuletzt neutral. Preis 1. Ich habe keine Katalysatoren. Haltet im Ausschau nach Katalysatoren, Herr. Diese großen Artefakte gehen irgendwie ständig verloren. Arbeitet an eurer Magie. Da kann ich jetzt noch nichts aufwerten. Aber die Musik ist so entspannend hier. Oh, und hier kann ich auf mein Reich hinausschauen. Gefällt mir hier. Gut, da diese Holz-Dinger. Die können von mir aus nicht. Müssen nicht hier sein. Aber es geht jetzt halt nicht anders. Oh, eine Schatzkammer. Und ein Lavafall. Sehr schön, sehr schön. Und hier ist noch nichts, aber vielleicht füllt sich das ja mit Gold. Mal schauen. Ich habe ja nicht so wenig Gold, wobei ich habe gerade gesehen, Schergen auf Stufe 1 aufwerten kostet schon 1000 Gold. Alleine die braunen, also wir werden hier noch viel Gold brauchen, habe ich das Gefühl. Die Treppe wieder runter. In den Thronsaal. Ja, und wir werden uns jetzt auch noch das letzte Stück des Turmes anschauen. So, was gibt es denn noch über die Schergenhöhlen? Welchen Bereich möchtet ihr euch ansehen, Herr? Vielleicht die Schergenhöhlen? Ja, ich glaube, ich nehme ja die Schergenhöhlen. Sehr gut. Folgt mir, Meister. Ich komme. Und da fliegen wir dahin, weg vom Turm, zu dem Ort, wo die Schergen leben. Dort hinten ist unser Turm und hier sind die Höhlen der Schergen. Die Schergenhöhlen sollen der Geburtsort des ersten Schergen sein. Als wir unseren letzten Meister verloren und bevor die große Zerstörung die alten Länder vernichtete, zogen wir uns hierher zurück. Hier warten wir seither auf unsere nächste Bastion des Bösen. Der Scherge Norbert unterstützt euch bei euren Entscheidungen, Herr. Er brütet neue Schergen, kümmert sich um die Seelen der Toten, sorgt dafür, dass sie nicht mit dem falschen Kopf zurückkommen und so weiter. Schergen, wir leben, wir dienen, wir sterben. So sind wir und werden wir immer sein. Baracken, die Brutstätte, ihr bringt mir Lebenskraft, ich gebe euch Schergen. In den Baracken leben ja, die Schergen, wenn sie nicht mit euch für Verwüstung sorgen. Außerdem sind doch die Nester, durch die ihr Schergen herbeirufen könnt. Leider sind während unseres Rückzugs mehrere Nester verloren gegangen. Wir haben nur noch die Braunen. Sie freuen sich über einen Besuch. Hallo, der Totenacker. Wittmanns Unheil, Stufe 2, ein feuchtes Keine Sorge, Meister. Der ist wahrscheinlich ertrunken und ich kann ihn jetzt zurückholen, oder was? Unbesorgt. Und es kostet mich 4 Schergen. Sogar mehrmals, wenn nötig. Der Robbenklopper im Krieg gefallen. Okay, ich habe jetzt 2 verloren. Detlef und Raimund. Okay. Nein, die brauche ich nicht unbedingt. Der eine ist erst Stufe 1 und der andere ist Stufe 2. Ich glaube, das ist nicht so gut. Die Blauen sind weg. Ja, die Blauen sind weg. Dieser feuchte Ort ist für die Blauen reserviert. Aufgrund ihrer magischen Veranlagung fühlten sie sich ohne einen Oberloch desolat und zogen sich in eine feuchte Region zurück. Seltsame Kerle, wir haben keine Ahnung, was ihnen zugestoßen sein mag. Ja, wir werden die Blauen auf jeden Fall finden. Vor allem, wenn sie schwimmen können.
ist das hier? Das Braunen ist kein ein Legionskämpfer. Stufe 3. Tom Elfen Eliminator. Otto Legionsschlitzer Stufe 4. Glubsch Nordberg Zerstörer. Osmund Nordischer Rächer. Bertel Legionkämpfer. Karsten Nordberg Zerstörer. Kratzer der Grunzer. Lump Jäger Häscher. Gilbert Weidmanns Unheil. Ja, das ist meine Armee des Bösen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, die ganze Runde gemacht und gehen wieder zurück in den Turm, um uns den anderen Aufgaben entgegenzustellen, die ein Urlord so hat. Hier sind wir wieder zurück von den Schergenhöhlen. Und dann glaube ich, gab es noch mal etwas. Hallo, meine Wachen. Gut ausgebildet sind sie, muss ich sagen. Lasst mich wissen, wenn der Ton zu unbequem ist, Herr. Wünscht ihr noch ein... Ja, ich lasse es dich wissen. Und ich weiß nicht, was ich mir wünsche. Ein Nordberger kommt... Lassen wir ihn mal herein. Mir, aber euer Besuch in Nordberg blieb nicht unbemerkt. Ja, ich hoffe es doch. Das Kaiserreich will in die Unterwelt vordringen. Ich habe mich weggeschlichen. Ich dachte, wenn ihr mit Boreas fertig seid, würdet ihr mich vielleicht für diese Information belohnen. Vielleicht macht ihr mich zum Nordberger Bürgermeister nach der Übernahme. Glaubt ihr das? Ihr wisst schon, wenn ihr nicht so beschäftigt seid, vielleicht am Sonntag, Sonntagnachmittag? Nein, ich akzeptiere natürlich, dass ich da hingehen werde, aber ich werde nicht zum Bürgermeister. Ich freue mich schon auf meine, unsere neuen Aufgaben. Es ist meine Aufgabe. Ja, das hat er davon. Wir können nicht zulassen, dass das Kaiserreich Nordberg übernimmt. Das habe ich auch gedacht. Sonst glauben Sie noch, es gehört Ihnen. Und es ist mein Nordberg. Wir müssen finden, um durch die Feuerbarrieren zu kommen. Ja, die Roten, die brauchen wir jetzt wirklich. Oh, dann kann ich mir Sachen schmieden. Auf die Roten freue ich mich am meisten. Und auf die Blauen. Die Grünen leider nicht so, aber... Hallo, da bin ich wieder. Ihr müsst die Herausforderung annehmen und Nordberg erobern. Die Weltherrschaft fliegt einem nicht einfach so zu. Und die Situation ist ernst. Wir wollen doch nicht, dass sich diese Blechköpfe bis in unser dunkles Reich durchgraben. Nein, das wollen wir wirklich. Wir müssen die Roten aus dem Heiligtum befreien und diese Barrieren entfernen. Aus dem Heiligtum? Das Heiligtum, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ehrlich zu sein, da waren wir doch schon mal kurz und haben uns... Meister, hinüber zur Brücke und in das Heiligtum. Ja, ich beeil mich hier. Was ist das hier? Kann ich das zerstören? Nein, ich kann es nicht zerstören. Okay. Was? Auch die Fässer des Feindes müssen zerstört werden. Jetzt noch Waffen? Will die keiner von euch? Na, also... Und hier hat es wieder diese verfluchten Elfen. Nicht, dass wir euch Zuflucht gewähren. Oh, den werde ich eigenhändig töten. Kommt, Soldaten, ich höre das Weinen eines armen kleinen Dachses. Ach du Scheiß. Feuer! Ja, tötet ihn, tötet ihn. Das Heiligtum, das werden wir auch erobern. Und ich habe einen Schergen verloren. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber gut.